Das hier stört mich komplett. So sieht das jetzt aus. Ich habe das Ganze jetzt rausgeschnitten. Hier wurde gefuscht und 10 Leute. Nach einer sehr langen Überlegung habe ich mir Folgendes jetzt überlegt. Da unten ist klar, wie wir das abflexen. Aber hier werde ich unterhalb gehen und ich nehme die komplette Fläche mit. Ja, das werde ich machen. Und dann müssen wir noch ein bisschen Anpassungsarbeiten machen und dann bin ich gespannt. Akku geht leer. Ich mache jetzt Akku rein, dann stelle ich euch irgendwo hin und dann wird aufgenommen. Und dann schauen, ob ich das richtig mache. Ehrlich gesagt, ich habe voll Bock drauf. Leute. Sorry, ich war so mein Element. Ich habe die Kamera einfach laufen lassen und habe bemerkt, Akku war leer. Ich weiß jetzt gar nicht, ab wann er nicht aufgenommen hat, aber egal, ich zeige euch das jetzt. Das ganze Ding hier rausgeschnitten. Da war jetzt echt nur noch, ja, alles Rost. Ich meine, hätte man das Feuer behandelt, vernünftig behandelt, ich sag mal, retten können. So sieht das jetzt aus. Ich habe das Ganze jetzt rausgeschnitten. Und werde das noch hier auch noch schneiden und das Ganze werden wir hier anheften. Ne, die Stelle habe ich so geschnitten, dass wir das hier haben. Ja, ich habe es hier ein bisschen falsch gemacht. Ich hätte auch ein bisschen so schneiden können. Ja, wie gesagt, ich bin kein Karosseriefreak. Das weiß ich. Hier muss ich einfach viel mehr schweißen. Ist aber auch nicht schlimm. Das Ganze werden wir jetzt erstmal mit Rostumwandler bearbeiten. Ich werde das Ganze erstmal hier sprühen. Hier wurde einfach gefuscht, hoch 10 leider. Ne? Das macht man natürlich nicht. Also keine Ahnung, was sie da gemacht haben, was für ein Eisen die da reingeschweißt haben. Das werden wir hier so aufschneiden noch. Und dann schauen wir uns das natürlich später genau an, weil die Stelle werden wir jetzt nicht zuschweißen. Wichtig ist erstmal, dass wir das Ganze hier machen. Und dann werden wir wieso nur noch schauen, was Sache ist. Und hier sieht man das auch schön. Hier wurde auch jede Menge geschweißt. Aber die haben natürlich ein sehr dickes Blech genommen. Auch hier drinnen, ne, hier ist ein echt Millimeter Blech, sogar 1,5 glaube ich. Und hier ein Millimeter Blech oder 0,8, was auch immer. Ihr seht ungefähr, wie ich das abschneiden werde. Und dann werde ich das so einbauen. Also wenn du noch einen Mann dazu hättest, dann wäre das Ganze natürlich einfacher gehen. Aber ich sage euch, das Schwerste wird natürlich sein, das Ganze zu schweißen. Punkt, schweißen. Ich stelle das gerade ein, man muss echt jede Kleinigkeiten aufpassen, so dass man echt später das Ganze auch vernünftig einbaut. Hier haben wir natürlich ein bisschen Probleme, weil das muss hier stimmen und das muss stimmen, das heißt die Kante hier, so dass das einfach gerade überläuft, das Ganze. Auch von da hier rüber. Na, ihr wisst ja, wie ich Karosserie, sage ich euch, Karosserie ist schon was Schweres. Ja, hier kann man ja noch Matte einstellen, natürlich ein bisschen höher machen. Das Ding ist jetzt ein bisschen da fest, deswegen. Wenn ich sie jetzt locker mache, passiert genau das. Hier unten, da ist noch so ein Millimeter hier unten, ne? Da unten. Das muss ich auch noch ganz kurz machen. Also meinen nächsten Ding werde ich auf jeden Fall Karosserie bauen, sage ich jetzt schon.
So, jetzt schauen wir nochmal. Bevor wir endgültig schweißen, schauen wir uns hier an. Hier ist perfekt. Ihr seht, hier ist perfekt. Ja. Ja, können wir noch ein bisschen. Aber hier haben wir wiederum ein bisschen Probleme. Ne, haben wir nicht. So, wenn wir den so schweißen. Ne, ist perfekt. Das ist perfekt. So müssen wir den schweißen auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen erstmal ein, zwei Punkte oben. Dann machen wir ein, zwei Punkte hier. Und stellen den erstmal grob ein. Und dann, ja, werden wir das Ganze so schweißen. Und dann schauen wir mal. Aber das sieht jetzt schon gut aus. Egal wie, ist besser als das hier. Das Ding jetzt zu bratzeleer. Mal schauen, ob es klappt. Ich bin echt gespannt. Ganz jetzt zugeschweißt. Mhm. Ja, hier unten muss ich noch ein bisschen machen. Ja. Da ist wieder Schweißgerät am Spinnen. Mhm. Die Stelle muss ja sowieso noch gemacht werden. Da muss ich ein kleines Stückchen ausschneiden oder komplett machen. Aber ich hoffe mal, dass ich nur ein kleines Stück ausschneiden muss. Hier natürlich muss jetzt bearbeitet werden noch ein bisschen. Und danach, ja, danach lackieren, versiegeln und so weiter. Da müsste ich meine Ahmed haben noch dran. Aber ich finde es. Die Einstellung ist okay. Ne? Die Tür muss noch ein bisschen nach unten und dann wird das Ganze aufpassen. Guck mal hier. Mhm. Die ganze Einstellung ist perfekt. Und wenn die Maßen, macht, oder? Diese Spaltmaße. Ja. So. Also wenn man hier unten noch macht, ne? Da muss er ja noch machen. Das ist dann perfekt. Hier. Das sieht doch schon ganz gut aus. Also ich finde, das ist ja, für einen Nicht-Karosserietypen. Machst du das schon ganz gut? Das ist schon okay. Also es ist jetzt nicht perfekt. Ist okay. Ja, ich hoffe mal hier irgendwo. Ne, lackieren ist ja alles kein Problem. Aber Scheibe ist nichts drauf. Gut. Mhm. Hast du vorher schon gesehen gehabt, wie das war? Chiripo rein. Echt jetzt? Ja, ja. Und hier, guck dir die Spachtelmasse mal an. Zeig mal. Das ist Wahnsinn, ne? Ey, was ist das? Spachtelmasse. Spachtelmasse mit bisschen Rost. Mit bisschen Rost und so weiter. Können wir ins Labor schicken und mal analysieren lassen. Also das muss aber jetzt noch gespachtelt werden, oder? Das wird jetzt schön gespachtelt. Und dann kann er ab in die Lackierkabine. Und dann kann er in die Lackierkabine. Wichtig ist, dass es okay ist, weil hier muss natürlich gespachtelt werden. Was hast du eigentlich da hingeklebt? Das, was ich gekauft habe. Aha. So, ich kleben das mal hier so hin, damit die Leute wissen, dass das Teil auch neu ist. Wichtig ist auch später, dass wir hier alles schön versiegeln. Hier drüben muss ich noch ein Blech reinmachen, dadurch. Die Stelle hier, ich weiß nicht bis wohin. Höchstwahrscheinlich ungefähr von hier bis hierhin werde ich diese Stelle auch erneuern. Ach, öffnest du das dann auch noch? Ja, ja. Dann haben wir das alles. Ja, und ich bin mal gespannt, was Ahmed haben gleich sagt. Weil hier müssen wir nochmal schweißen, aber ich schwöre, mein Schweißgerät ist sowas von ätzend. Aber ich finde, diesen Übergang habe ich hier gut hingekriegt. Ja, den Übergang habe ich gut hingekriegt. Ja. Die Stelle machen wir noch und danach geht er ab zum Lackierer. Ab zu Ahmed haben. Und der soll mir ein paar Stellen hier lackieren. Neue Leisten müssen rein. Also ich will mich jetzt nicht loben, Eidolch, ne? Eigenlob stinkt, sagt man, aber oder? Guck mal hier. Der Übergang. Guck dir den Übergang an, pass auf, ne? Mal her. Ja, schön, ne? Von der Leiste. Ja, ich muss doch selber meine Hand erstmal in der Kamera sehen, okay? Ich habe versucht, eine Stelle zu finden.
Muss ja nicht gleich schimpfen hier. Ich schimpf doch nicht. Voller Leiste zum Übergang so. Ich habe erstmal eine Fläche gesucht. Ich habe es einfach selbst ausprobiert. Mein Gott, ich habe es auf jeden Fall nicht perfekt gemacht, ne? Save me. Karosseriebauer werden sich echt erschrecken. Sagen, Alter, was macht der denn da? Ja, ich kann es nicht. Aber ich will ja auch nicht zusehen, wie ihr einen Motor auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Dann sage ich auch nicht, was macht ihr denn da? Sag ich aber auch nicht. Du probierst deswegen. Ich probiere es, genau so ist es. Wenn ich dann so ein Ergebnis sehe, was mir selber halt gefällt, finde ich geil. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich habe da noch jede Menge Sachen. Karosseriedichtmasse. Aber wenn wir erst zu Ende geschweißt haben, unten werden wir noch schweißen. Achtung mal. Nein. Guck mal, wie der Schwelle angekommen ist hier. Wie, was ist das denn so Pappdingens? Das ist doch... Also da haben sie sich aber echt Mühe gegeben. Total. Haben sie nicht gespart. Ist das der richtige überhaupt? Wie das der rein gekommen ist, ganz ehrlich. Hä? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ist das falsche jetzt oder wie? Keine Ahnung, ob das der falsche ist. Aber. Was ist das? Was ist das denn für ein LKW oder so? Haben die mir den falschen geschickt? Aha. Das ist das, Alter. Echt jetzt? Ja. Aha. Guck, der geht da hoch. Der geht da hoch. Der geht da rein. Der geht nach oben. Doch, tatsächlich, das ist das. Und der geht nach hinten. Verstehst du? Nö. Die musst du schneiden, die brauche ich auch neu. Ja, wird interessant. Das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Wobei wir noch sehr viel Arbeit hatten. Ja gut, dass der nicht verbeult angekommen ist hier. Da hast du noch nicht richtig geschaut, Alter. Ja, so ein paar kleine wird er sicherlich haben mit der Verpackung. Der hat sehr viele Beulen. Okay. Egal, komm. Die Seite habe ich auch geholt. Nein, die brauchst du gar nicht machen. Hier ist überhaupt keine. Warum hast du denn zwei geholt? Ja, weil ich dachte hier, die Seite ist auch kaputt. Ah. Und ehrlich gesagt dachte ich, das ist einfach. Und man braucht keine zwei Tage dafür. Okay. Ja, also beim nächsten Mal hier Blech rein, das Ding hier abschneiden und schön dran schweißen. Alter, das wird geil. Und ich bin mal auch gespannt, wie er hier drunter aussieht, Wagenaufnahme. Perfekt ist es safe nicht geworden, aber mein Gott, einfach machen. So, danke schön fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kraft. Bis dann, haut rein, ciao.